Tja. Na gut, ich gehe da mal jetzt mit dem Zuro und vielleicht zu dem Typen. Vielleicht macht der damit ja noch irgendwas. Hoffentlich. Wenn nicht, hau ich einfach so ab. So. Gehen wir nochmal zu ihmchen. Ist noch nicht fertig. Wenn es durch ist, mache ich ein Essen gegen Ölschmiere. Boah, nee. Dann mache ich erst was anderes. Weil zu dem Fleisch habe ich jetzt auch nicht direkt was gelesen. So, okay. So, auf dem Weg dahin können wir noch was anderes machen. Ah, natürlich. So. Nein, nein, nein. Ah. Mann. Nicht lesen, hoch. Du lässt mich in Ruhe. So, und zwar war hier ja noch Madame Linksbums. Oh, halt, halt. Von denen müssen wir 10 Stück einsammeln. Ja, Problem ist jetzt. Ah ne, wie macht man, kann man hier. Wie krieg ich denn Schneeball? Weil da stand entweder ein Schneeball oder ein Gegner soll ich da reinschmeißen. Hab ich sowas? Ach, guck mal, hier kann man so. Oh, wusste ich ja gar nicht, dass man hier so durchswitchen kann. Aber wie, wo kriege ich denn jetzt einen gottverdammten Gegner her? Oder wie mache ich einen Schneeball? Waffe wechseln. Wenn man soll da Gegner reinschmeißen, dann wird wohl da oben die Tuse rauskommen. Tuse rauskommen. Aber wo kriege ich jetzt einen her? Tja, wie kriege ich den denn da rüber? Tja, dann werde ich gerade mal wohl kurz nachgucken müssen. Ich schreibe mir die Zeit auf und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, Versuch Nummer 3. Wir dürfen den blauen Schneeball. Wir haben es geschafft. Oh. Ich bin nämlich das erste Mal einfach abgerutscht von dem Ding. Das zweite Mal falsche Richtung aufgenommen und das dritte Mal hat es jetzt funktioniert. So. Ah, woher wusstest du, wo ich war? Ich glaub's nicht. Du bist gut. Hier, dein Preis. Dankeschön.
Jetzt geht's los. Hör mal, fertig. Wahnsinn! Du hast uns alle wie wie konnten wir nur verlieren? Aber bitte, komm wieder. Wir bereiten ein anderes Spiel vor. Okay. Dann gucken wir mal noch, ob wir... Da hinten war ja so eine Schatzkiste oder sowas. Also so eine Kiste halt. Ich weiß nicht, ob wir die schon aufgemacht haben. Oder ob wir dafür nicht genug Punkte hatten. What the fuck? Nee, aufgemacht haben wir die auf jeden Fall noch nicht. Hunderttausend. Wie viel haben wir denn? Oh. Das dauert noch ein bisschen. Na gut. Okay, dann machen wir jetzt das nächste. Und zwar müssen wir mit dem Fahrstuhl wieder fahren. Also wir müssen eigentlich genau dahin, wo wir auch die Mädchen gefunden haben. Jetzt hoffe ich mal nur, dass ich da hinkomme. Also, dass ich noch weiß, wo das ist. Eine Fartuckel! Was war hiermit? Okay, haben wir schon. Lifthüte. Wo waren die denn? Tja, weiß ich nicht. So, ich war gerade nicht da, habt ihr vielleicht gemerkt, weil hier ein Schnitt war. Tja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu den, zu den Mädels? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die hier irgendwo im Haus irgendwo waren. Ja, das ist keine Tür. Weil Dennis' Eltern waren gerade da. Also, was heißt Eltern? Dennis' Mutter war gerade da. Das muss irgendwo da oben gewesen sein. Ist auch ein bisschen blöd, weil die Musik nicht da ist. Okay, wir gehen jetzt nochmal da hoch. Ah ja, ja, so ein Chaos, ne? Und ich habe eben gerade, glaube ich, wieder Mr. Turtles Loris gesehen. Muss ich gerade mal hier dazufügen. Weil ich dachte eigentlich, der wird wieder Kacki machen. Aber das war kein Kacki. Das war sein Loris halt, ne? So, na toll. Du hast die. Ölschmiere. Oder war das hier?
Operationsraum. Oh, das sieht gut aus. So. Ih, ein fieser Tintenfisch hat mich vollgespritzt mit Öl, aber angeblich gibt es ein Essen. Oh, das war, glaube ich, dann das... War das das Kartoffelsandwich? Weil wir können es anwählen. Ich bin nur ungern so unverschämt, aber kannst du mir bitte Essen besorgen? Okay. Dann ist das das Fleisch, was wir ihm geben müssen. Na gut. Oh, da seid ihr. Okay, dann spielen wir Detektiv. Detektiv. Los geht's. Noch mehr spielen? Aber... noch mehr spielen? Aber wie geht denn Detektiv? Detektiv? Also ich sag das extra so, ne? Nicht, dass ihr meint, ich wäre doof. Was ihr vielleicht sowieso schon meint, aber... Das ist so ein Ding von den Ludolfs, weil da hat der Peter Ludolf immer Detektiv gesagt und das finde ich sehr lustig. Detektiv? Also, ihr müsst rausfinden, wer von uns drei lügt. Von uns dreien lügt. Wenn ihr dreimal richtig ratet, habt ihr gewonnen. Okay. Wenn ihr einen Lügnerin findet, gebt ihr ihr... Das! Gebt ihr das! Was ist das denn? Lügnerabzeichen erhalten. Wenn ihr gewinnt... Lehren wir euch ein Lied. Ist das vielleicht der Rest von dem Mute-Lied? Das wäre der Hammer. Wer lügt denn da? Fragezeichen. Der Tierturbo macht schneller. Ja. Zippo und Gran kennen sich. Weiß ich nicht. Mit dem Hammer kann man jeden Fels zerschlagen. Also du lügst auf jeden Fall. Zippo und Gang. Achso. Nein. Wer ist Zippo und wer ist Gran? Keine Ahnung, du kriegst das hier. Bitte schön. Falsch. Nochmal von vorne. Es muss dreimal hintereinander stimmen. Jetzt lügt eine andere. Also aufgepasst. Boah, das wird schwierig. Tommy kann nicht gezielt angreifen. Wenn ihn jemand hält. Weiß ich doch nicht. Der Boss der Kumpels heißt Gran. Weiß ich nicht. Mit den Zauberflügeln kann man weit fliegen, das stimmt. Man kann ja sowieso nicht wirklich gezielt schlagen. Ich gebe ihr einfach das nochmal. Ach nein, nein, halt! Kriegst das jetzt nochmal. Dreimal hintereinander. Buh, halt. Oh, das ist ätzend ein bisschen, teilweise so. Um die Schweine zu finden, braucht man eine Schweinetasche. Könnte ich mir vorstellen, ja. Mit dem Hammer kann man jeden Fels zerschlagen. Zippo und Gran kennen sich, okay. Dann würde ich jetzt sagen, gebe ich dir das Ding jetzt nochmal.